So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako und auch wenn ich aussehe wie Kettwiesel, das liegt nur daran, dass ich gerade arbeite auf der Baustelle. Und was arbeite ich? Ja, ich erschaffe einen Raum, in dem Menschen zu sich selbst finden können, zu ihrem wahren Selbst, indem sie sich aus der Welt zurückziehen. Ja, und es gibt Menschen, die schon an diesem Punkt angelangt sind, dass sie sich auf sich selbst einlassen können, mit Freuden tatsächlich. Und mein Wunsch und meine Absicht ist, viele, möglichst viele Menschen dahin zu bewegen, ihnen zu zeigen, was für ein Wohl, was für ein Gut, was für eine Kraft, was für ein Leben aus der Einkehr erwächst. Ja, und noch natürlich sind das nicht so viele, behaupte ich. Und ich kann ja viel behaupten, deswegen will ich ausführen, was die Grundlage meiner Behauptung ist, wenn ich sage, viele sind noch nicht imstande, sich auf sich selbst, auf ihr wahres Selbst einzulassen. Ja, mal gucken, wie ich es angehe. Wenn ich arbeite, dann reflektiert mein Geist, er reflektiert mein ganzes Leben, alles, was mir gesagt wurde, beigebracht wurde, alles, was mir an den Kopf geworfen wurde, alle Vorwürfe und so weiter und so fort. Mein Geist reflektiert das, guckt sich an, ist da was dran, was ist da dran und so weiter, was hat das zu bedeuten? Das ist ein Heilungsprozess, der in mir stattfindet, wenn ich so mit mir arbeite, also mit mir auf der Baustelle oder was ich auch immer tue, in Stille, ja, in Bewusstheit. Na gut, also, kleiner Abschweif, was soll's, ich bin halt der Onkel, der gelegentlich mal abschweift. Ich sage, nicht viele sind fähig, imstande einzukehren in sich. Ich kann es sehen und du kennst das auch. Schau dir an, was mit den Menschen passiert, wenn die Stille kommt. Wenn ihnen die Ablenkungen entzogen werden. Wenn da kein Fernseher dudelt den ganzen Tag, wenn da kein Unterhaltungsprogramm ist, wenn sie auf sich selbst zurückgeworfen werden. Wie kommen die Menschen darauf klar? Denn wenn der Mensch in die Stille kommt, dann kommen die ganzen Eindrücke nach oben, die ganzen Speicherungen nach oben, die über Jahre, über ein Leben lang aufgenommen wurden, geschluckt wurden. Nicht immer freiwillig. Es fing schon als Babys an. Oh, ich gebe dir ein schönes Beispiel, wie das funktioniert. Die Vergewaltigung, die Vergewohltätigung, die Stopfung, wie bei den Enten, ja, den Hals und dann runterdrücken, den Hals runter, wie die Programmierung funktioniert. Als Baby schon fing es an, da hast du einen Löffel angeboten bekommen, hier iss, hier hau weg den Scheiß. Ja, hast du gemacht, irgendwann warst du satt, hast gesagt, und so weiter, wie das die Babys so machen. Und dann, jetzt kommt's, jetzt fing's an. Na, nimm noch ein Löffelchen für Mama. Komm, wenn du schon nicht mehr willst, dann tu es für Mama. Okay, nimm noch ein Löffelchen für Papa, für Opa, für Oma. Dann ging's weiter. Für die Bundeskanzlerin. Für die anderen, für die Kirche, für den Staat, fürs Finanzamt, für die Straßen, für die Kindergärten,
Und wenn du das nicht mehr machst, ja, du, naja, dann folgt so einiges. Aber gut, das ist ein Seitenthema. Wie kommt es also, dass so wenige imstande sind, zu sich zu kommen, einzukehren? Ja, weil dann die ganze Scheiße wieder hochkommt, die geschluckt wurde. Die ganze Scheiße wieder hochkommt, die gefressen wurde, ein ganzes Leben lang. So. Und dann, was machen die Menschen? Arbeiten gehen. Ja, die Menschen klagen darüber, dass sie arbeiten gehen müssen. Ich kenne auch eine Menge, die müssten gar nicht arbeiten gehen. Machen es trotzdem. Ja, verrückt, gell? Was würde wohl geschehen, wenn plötzlich alle Menschen, die im Augenblick arbeiten gehen müssen, glauben zu müssen, plötzlich arbeitslos wären? Was würden die ganzen Menschen dann mit der ganzen Zeit anfangen? Und auch das habe ich über die Jahre beobachten können, was mit Menschen passiert, die nicht imstande sind, einzukehren. Was mit denen passiert, wenn sie um ihre Arbeit kommen. Ja, sie sitzen dann da und wissen nicht, was sie machen sollen. Was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Keine Idee. Entweder fangen sie an, viel Bier zu trinken oder den ganzen Tag Videos zu gucken oder den ganzen Tag zu onanieren, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Zeit totschlagen kann. Das ist, was dabei rauskommt, wenn Menschen Zeit haben, die nichts mit der Zeit anzufangen wissen. Das tut ihnen nicht gut und für andere kommt auch nichts dabei rum. Denn die ganze schöne Zeit könnte ja dafür genutzt werden, etwas aufzubauen, ja, etwas zu schaffen. Nicht für den Arbeitgeber, den Zuhälter da anschaffen gehen, sondern selbst etwas zu erschaffen, was gut ist für einen selbst. Ja, produktiv, kreativ, schaffen, schaffen, schaffen. Und dann, wenn der Egoismus überwunden ist, das kleinliche Mangeldenken, dann sogar etwas für andere zu erschaffen, mitzuerschaffen und sie dann einzuladen, mitzuwirken. Nicht als Konsumenten, sondern als Mitwirkende. Ich sehe keinen Sinn darin, Konsumenten einzuladen, denn die werden immer fetter, immer fauler und immer dumpfer, also dümmer. Also keine Subvention für die Konsumenten, für die Lutscher, für die Zecken. Denn dann kommt ein Staat raus, so wie wir ihn derzeitig in Deutschland sehen können und auch weltweit. Das sind die Staaten, die gebaut wurden, willentlich und bewusst, um Lutscher, Konsumenten, dicke, dumme, faule Konsumenten zu erzeugen, mit denen man alles machen kann, was man will, ohne dass sie den geringsten Widerstand leisten. Ja, so sind wir erzogen worden, da sind wir reingeboren worden, so sind wir aufgewachsen. Und jetzt neue Zeit, soll alles anders werden, ja? Denken sich viele, so läuft das nicht. Die neue Zeit kommt dann, wenn der einzelne Mensch etwas Neues denkt, tut und sagt, wenn er zu anderen Einsichten kommt, wenn er zu anderen Überzeugungen kommt als den bisherigen. Ja, viele denken, die neue Zeit heißt, jetzt ist alles umsonst, jetzt kostet nichts mehr, Geld gibt es nicht mehr.
alles umsonst, ich brauche nichts mehr arbeiten, ich brauche nichts mehr schaffen, ich kriege nur noch einen Löffel in den Mund gesteckt. Nein, das ist altes Lutscherdenken, so kommt keine neue Zeit, so kommt höchstens ein digitales KZ. Und eine 15-Minuten-Stadt und ein betreutes Wohnen, betreutes Leben für Behinderte, geistig Behinderte. Ja. Oh, unkorrekt, was ich erzähle, gell? Ja, macht mir nichts. Also neue Zeit. Wo beginnt die neue Zeit? Wann? Ich sag's dir, hier und jetzt. Deswegen mache ich, was ich so mache. Diesen Ort erschaffen für Menschen, die zu sich kommen wollen, in sich gehen wollen, die mal gucken wollen, ob sie sich selbst überhaupt aushalten können, ertragen können, ob sie fähig sind, zu sich zu kommen und zu reflektieren, das zu betrachten, zu beleuchten und zu heilen, was die ganzen Jahre über geschluckt wurde, die Scheiße, die geschluckt wurde. Das Gift, das Geistesgift, alles Geistesgifte, darum geht's. Es geht nicht um die Gifte da im Essen und im Trinken und im Wasser und in der Bla. Nee, es geht um die Geistesgifte. Und wenn die geheilt sind, neutralisiert sind, ja dann? Dann kann der Mensch zu sich kommen, so langsam, und in Ruhe und Frieden kommen, zu seinem Herzen kommen, zum Herrn kommen, der sein Wesen ist, und dann braucht man sich um alles Weitere nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Essen, Trinken, Wasser, Himmel, Erde, bla bla bla. Ist dem Herrn alles möglich, ja oder nein? Ja, sag ich, das hilft dir gar nichts, solange du von etwas anderem überzeugt bist. Und wie kommst du in die Überzeugung, dass dem Herrn alles möglich ist? Ja, durch Praxis. Durch Praxis und die Erfolge, die aus der Praxis heraus erwachsen, entstehen. Das kann dir keiner abnehmen. Und wiederum, dafür ist dieser Ort hier geschaffen, für die Praxis. Für Menschen, die in die neue Zeit, in die neue Welt kommen wollen. Und zwar durch sich heraus, durch die eigene Einsicht. Und die anderen, die auf Bürgergeld warten, die irgendeinen fehlgeleiteten Hippie-Trip fahren wollen, à la Berlin, ja, Hausbesetzer, bla, Partyfeierer, jeden Tag Party, 5 Tage im Club, wo kommt das Geld her? Ja, vom Amt. Nee, die gehen in den Kommunismus, in die 15-Minuten-Stadt. Die werden verwaltet werden, als Schlachtvieh. Dieser Ort hier, die Aktivität hier an diesem Ort und auch in der Außenbotschaft in Gedingen, Pommern, ist gewidmet der Praxis und den Menschen, die noch genügend Selbstbewusstsein haben, um zu erkennen, die noch genügend Mumm haben, um zu tun und nicht nur zu konsumieren. Wie ein Baby an der Mutterbrust, in der staatlichen Mutterbrust. Ja, krass, was ich mal wieder sage. Mir ist so danach. Es ist keine Zeit zu vergeuden. Es brennt. Und es wird weiter brennen und es ist gut so, dass es brennt. Denn ansonsten geht es so weiter wie bisher. Apokalypse, Akopalypse, now. Für alle, willkommen in der Wirklichkeit. Willkommen all jene, die Gunst der Stunde nutzen wollen, die erkannt haben, in welch großartiger Zeit wir leben, die uns auf allen Ebenen dabei behilflich ist,
uns zu aktivieren. Raus aus dem Sofa, raus aus dem Sofa. Ja, also herzlich willkommen. Beweg deinen Arsch. Ich helfe gerne. Eintritt frei. Dann liegt's bei dir. Ach ja, genauere Erklärung. Eintritt frei von mir für dich. Zack. Zur Aktivierung. Aus Gründen des Mitgefühls und des Überschusses, den ich habe. Und dann liegt's bei dir. Weil ich bin kein Toilettenpapierhalter und Abputzer. Alle sind alt genug. Hier ist alles möglich. Für diejenigen, die dazu imstande sind. Das soll es an dieser Stelle sein. Neue CD ist gerade rausgekommen. Eine geile, geile, geile CD. Doppel-CD. Starke Stücke. Alle aus der eigenen Erfahrung mit einem mega Mix, Soundmix von unserem Freund Simon. Toller Kerl. Ehrliche Haut und fähig und willens. Ja? Gibt es noch ein paar andere. Doch jetzt, wie gesagt, CD, super, 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 Sound, super, super. Das neue Buch wird gerade umgesetzt. Und unsere Elke und Petra, die machen großartige Arbeit. Mit Herz, weil sie es wollen, Lust für die Menschen, für die Welt. Made in Germany, alles made in Germany hier. Das Ende der Besatzung. Es gibt so vieles, was wir anbieten für diejenigen, die imstande sind, oder? Bäume pflanzen, sowas machen wir auch. Wo kommt all das Geld her, damit wir all das machen können? Es wird erdient, nicht verdient, sondern erdient von denen, die diese Arbeit machen. Ja. Und du kannst teilhaben, investieren, deine Pinionse in etwas Gutes. Kannst du machen. Kannst du aber nur machen, wenn du nicht nur an dich denkst. Ich, was machen die da? Melden, ich will was melden, ich will auch mal was sagen. Ja. Worum geht's? Jetzt genug mit der Philosophie. Denk mal nach. Und so lange, bis du in die Eindeutigkeit gekommen bist, kannst du arbeiten gehen. Weil, was würdest du machen, wenn du alle Zeit für dich hättest? Wäre furchtbar. Ne? Arbeiten. Verdienen beim Zuhälter, Geld verdienen und dann in Urlaub fahren. Oder dieses Event machen, bloß nichts abgeben. Nur an den Staat, weil muss ja. Er hält ja die Wumme. In was Gutes investieren? Ja, also mein Leben steht im Dienste des Herrn, des Allmächtigen, der mein zeitloses Wesen ist.
Sein Segen ist mein Leben, sein Reich ist mein Reich, seine Unbefangenheit ist mein Schutz. Hiermit ordne ich die sofortige und vollständige, im Namen des Herrn ordne ich das an, die sofortige und vollständige Löschung aller lebensfeindlichen Programme an. Und ich, der Mensch, der im Dienst des Herrn steht, befehle die sofortige und vollständige Freigabe allen Wissens, Gewissens, aller Fähigkeiten, aller Ressourcen, aller Energien, aller Teilchen, die mir, dem Menschen, meinem, also seinem, nämlich dem Herrn, Wesen nach angehören und zustehen. Das kannst du auch tun, kannst du auch tun. Jeder kann das tun, um in die Treue zu kommen, in die Kraft zu kommen, in alles Gute zu kommen. Das ist die Abwicklung. Das ist der Systemausstieg. Und was dann folgt, ist Heil. Das Heil. Das Heil. 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 Heilung. Heilung. Dann kommt Heilung. Ist nicht schön, Heilung? Oder auf Englisch. Whole. Holing. Holing. Heilung. Heilung. Holung. Whole. Heil. Ganz. Ganz ist das Gegenteil von kaputt. All die Kaputten, mögen sie heil werden. Durch Gottes Segen. Nicht der, der von der Satanistenkirche ganz weit weg exportiert wurde. Mögen die Kaputten, alle Kaputten heil werden durch den Segen des Herrn, der ihr Wesen ist, ihr zeitloses Wesen. Mögen sie sich ihrer wahren Natur bewusst werden. Das ist mein Wunsch für diese Welt. So schaut's aus. Ja, ich bin heute in gesprächiger Stimmung, nicht wahr? Schön. Was soll's? Alles Gute dir, junge Männer und Frauen zum Mitreisen gesucht. Na, willkommen. Fähige Menschen, willkommen hier. Menschen, die an Erkenntnis interessiert sind. Menschen, die anpacken wollen. Die über ihren Tellerrand hinausgucken können. Die andere Menschen geil finden, die Lust haben auf andere Menschen, die sich austauschen wollen, die andere Menschen schön finden, die sie anfassen wollen, die sie in den Arm nehmen wollen, was zusammen machen wollen, die sind hier willkommen. Schwätzer brauche ich nicht. Nörgler, nein. Problematiker, nein. Neurotiker, nein. Die heile ich aus der Ferne. Durch mich, in mir. Tue ich jeden Tag. Hier geht es um was anderes. Praxis und Schaffen, um etwas aufzubauen, zu erschaffen. Damit möglichst viele andere einen Nutzen davon haben. Raum schaffen. Nachbarhaus übernehmen. Wie? Naja, durch diejenigen, die zum Guten beitragen wollen. Oder eben stattdessen in Urlaub fahren. Ja, worum geht's? Mi, 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 mi? Oder ist da mehr? Warp, 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 warp. Wozu mache ich das? Damit ich immer mehr Geld, immer reicher, eine Rolex nach der anderen? Guck mich an. Kehrtwiesel.
Warum Mais? Naja, da geben alle ihre Antwort drauf, die sich den Schauspieler anschauen. Hauptsache, ich weiß, warum ich so wirke, was die Motivation ist. Jetzt ist aber gut, ne? Also, Tschüssikowski aus der schönen Universalität ins ganze Land, in die ganzen deutschen Länder. Mögen alle zur Besinnung kommen. Wir sehen uns hier oder dort in diesem oder einem anderen Leben. Bis dann. Tschüss.